Wir sind mal wieder mit einer neuen Display-Reihe, aber ich glaube, das war sowieso nicht das erste Let's Play, weil das nur mit meinem alten Bildschirm ist. Boah, es ist laut. Ich weiß nicht, ob das bei euch so laut ist, bei mir ist es ziemlich laut. Wir gehen mal rein. Alice Madness Returns ist der zweite Teil von, wie heißt der? American McGee. Der hat schon mal einen Alice-Teil gemacht. Und hier geht es eben darum, es geht eben darum, man kommt zurück ins Wunderland. Und yo. Mache ich mir gleich nochmal ein. Wie so ein Private-Spielstand, auf dem wir jetzt hier mal Private. Wir haben hier natürlich noch nichts, aber Konfiguration, aber ich mache jetzt mal die. Das ist ja mal krank. Machen wir jetzt das ein bisschen an. Wir poolen ein bisschen hier an den Augen rum. Untertitel an. Bestätigen. Zurück. Neues Spiel. Wir machen ein normales Spiel. Ist alle für so der Gamma. Ich liebe den Gamma-Wert. So. Natürlich aus. Bin ich denn blöd? Jede Erinnerung sammeln und wertschätzen, egal was es kostet. Ja. Die High Street trägt ihre Schande zur Schau wie ein Ehrenabzeichen. Wenn man über die Lebenden schlecht reden darf, warum dann nicht auch über die Toten? Das ist mal eine interessante Frage. Ein Geheimnis ist nun dann ein Geheimnis, wenn man es niemandem erzählt. Viel zu viel zum Vorlesen. Ich bin ab hier jetzt ein bisschen ruhig. Ich hasse es, wenn man in Cutscenes reinredet. Das stört mich auch bei anderen. Ich bin ruhig. Oh, seht ihr den Schlüssel? Jetzt bin ich ruhig. Oh, eine Uhr. Noch mehr Schlüssel. Jetzt bin ich ruhig. Eine 4. Jetzt bin ich ruhig. Es ist nur ein Traum. Es ist kein Traum, sondern eine Erinnerung. Und sie macht mich ganz krank. Vergiss es. Und jetzt Konzentration. Warte. Du schwebst wieder. Schwerelos. Eine Chiffre. Entspann dich. Ich bin in der Hölle. Vergiss das. Gib diese Erinnerung auf. Sie ist unproduktiv. Lass es. Geh ins Wunderland. Ich kann nicht. Ich bin gefangen. Im Frühjahr. Zart, das Mädchen hat schwere Verbrennungen. Rufen Sie einen Arzt. Wird sie wieder gesund? Lösche diese Wahnvorstellung. Vergiss sie. Geh ins Wunderland. Lieber nicht, Doktor. Mein Wunderland liegt in Trümmern. Für mich ist es tot. Deine Präferenzen sind unerheblich, Fräulein. Also, Alice, wo bist du? Ich segle mit einem Freund. Es ist irgendwie anders. Alles hat sich verändert. Veränderung ist gut. Das erste Glied in der Kette des Vergessens. Was ist hier los? Verrückt geworden? Ich bin nicht verrückt. Kaninchen? Das ist nicht richtig. Was macht es da? Stimmt was nicht? Und was nicht stimmt? Okay. Nein! Und das nicht! Wehr dich nicht. Schmutz! Verderben! Es bringt mich um! Das Wunderland ist zerstört! Mein Verstand eine Ruine! Vergiss es. Verdränge diesen Traum. Erwache. What the fuck? So, Alice. Es geht uns besser, oder? Mein Kopf explodiert und in meiner Brust schlägt eine Dampframme. Nun ja, das Vergessen fordert seinen Tribut. Von meinen Erinnerungen wird mir übel. Was kann ich... Erinnere dich an andere Dinge. Aber ich will vergessen. Wer will denn allein sein, gefangen in den Trümmern seiner Erinnerungen? Ich werde dich befreien, Alice. Oft genug ist das Gedächtnis mehr Fluch als Segen. Das sagten Sie bereits. Ziemlich oft. Und ich sage es erneut. Für die Vergangenheit muss man zahlen. Also, vor unserer nächsten Sitzung besorgst du diese Pillen in der High Street Apotheke. Natürlich, Doktor. Jetzt muss ich wohl vergessen, Alice. Also, Charlie.
Dein Paps wurde für den Mord an deiner Mama gehängt, die dich schlug. Lass es uns vergessen, Charlie. Die Vergangenheit ist tot, Charlie. Die Elendshütte, die Familie, die keine war, nie eine war. Also ich bin jetzt immer sehr versucht, hier da wieder reinzugehen, in den Typ eine reinzuhauen. Also, wenn ich nur lang genug dagegen habe. Dazu. Sie sind weg. Was haben wir denn hier? Können wir irgendwie, wir können nichts tun. Boys Room. Ach so. Bah, der Locus stinkt widerlich. Schlimmer als dein Zimmer? Was ist da denn ein Locus? Olli hat meinen Schlüpfer geklaut. Frag Liebestöter. ja. Liebe. Okay, ich bin voll ernst. Also Boys Room. So. Was ist denn? Wo ist die Tür? Tür ist verschwunden. Da ist die Tür. Also wir spielen Alice Madness Returns, der zweite Teil von American McGee's Alice. Drücke T, um in die Ergo-Kamera zu wechseln. Was bringt mir da? Ah, das ist krank. Also wen kann ich mit diesem... Nicht verkehrt, immer noch krank im Kopf? Mein Fall ist hoffnungslos. Im Endstadium. Oh, das ist doch schön. Wenigstens wissen wir, dass wir verrückt sind. Gold ist wieder Doktorzeit. Ich hab mir meine bitteren Tränen verdient. Auch welche? So. Das war Himmel und Hölle, das ist sehr gut. Ich bin an einem Pfosten. Kann ich springen? Ich kann nicht springen. Die Musik macht mich depressiv. Ich zieh zu auf die Nase. Ah, mit C durchsuchen. Verstoßene Spielzeuge und abgetragene Schuhe haben eine Vergangenheit. Wie die, die sie benutzt haben. Meine Vergangenheit ging in Flammen auf. Das ist jetzt nicht so schön. Okay, kann ich das nicht... Das ist toll, dass die das... Ach so, ich kann einfach weglaufen. Die Illustrate News stellt den unersättlichen Appetit auf die häusliche Hölle und Industriekatastrophen. Feuer in Streichholzfabrik, 6 Mädchen vermisst. Was wäre vorhersehbarer? Die Welt ist im Wahn. Ja, das ist deprimierend, das Spiel. 10 Jahre in der Klapsmühle. Keine Mama und Verwandten. Sie ist eine Waise. Hey, ich stehe hier. Bitches, ich stehe hier, okay? Hier, sechs mir in die Titten her. Ja, ich liebe es, Frauen zu spielen. Fast. Nein, von da kommen wir. Earn your keep. Mr. Payne hatte keine Ahnung, wie bescheiden ein Heim sein kann. Ohne meine Bilder und Fotografien könnte das auch mein Zimmer im Irrenhaus sein. Sie war also im Irrenhaus, das ist auch schön. Dieses Foto meiner Familie kam per Post, keine Nachricht, kein Absender. Ich bin sehr dankbar für dieses Erinnerungsstück, aber ich werde... Sie würde dem Absender gerne danken. So. Und wir müssen jetzt Medizin aus der High Street Apotheke holen. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann sind High Street ist sowas wie die Elite Class damals gewesen. So gut fürs Irrenhaus. Hey, verrückt hey. Wie ein Hutmacher, nur nicht so charmant. Bitches, ich stehe hier. Wer wollte die schon? Ich stehe genau hier. Alter, wenn ich ein Messer finde, dann ficke ich euch alle auseinander. Eure Gedärme über den ganzen Boden verteilt. Ihr kleinen Drecks. Drecks. Enten, genau. Bam. Später, in einem anderen Town, vielleicht. So, mal. Das Gebuddel ruiniert mir den Rücken. Und diese Bastarde sagen, Arbeit sei edel. Tja, kann man die Leiter hoch? Nein. Wir können hier also... Du nicht durch, Mäuschen. Geh außen rum. Okay, wir können also mit... Wir können nicht reden, wir belauschen die automatisch oder die reden automatisch mit uns. Vor allem seitlich. Hier, ich... Wie wär's mit Boccherini, Fräulein? Oder lieber Paganini? Ach, wie traurig, der kennt die ganzen alten... Es wird gespeichert, das ist irgendwie schlecht. Vielleicht passiert irgendwas. Wo ist Ihre Plakette? Ist nicht wohl zu fein für uns? So verschlossen. Will nicht angefasst werden. Wer will das schon? Ich stehe hier. Geschlagen worden? Eher versohlt. Das ist doch krank. Ist das
Ist ein Kaninchenloch? Der Sandmann kommt in Zug samt Wagen. Die Fenster aus Mondlicht, mit Sternennarben. Still, meine Kleinen, keine Angst in der Nacht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Okay, ich bin weg. Whitechapel Market. Ich höre jetzt auf, mit den Leuten zu reden, das deprimiert mich nur. Hier sitzt ein kleiner, nackter Affe. Nein, ein Mensch, schade. Komme ich da durch? Bin vorbei? Schief ab, Missy. Aber flott. Okay, nö. Das ist sehr, sehr deprimierend. Ich kann mir Käse nicht mehr leisten. Er kann sich keinen Käse mehr leisten. Ist das eine... Hallo, Kätzchen. Mietz, Mietz, Mietz. Hab keine Angst. Eine weiße Katze. Das kommt uns jetzt natürlich auch gar nicht bekannt vor. What the fuck? Verschwinde, Alice. Ich kann dich schon fürs Leben geschnappt sein. Einbuchten. Das... Der Polizist verkloppt den. Das ist ja gut, dass ich das hier gerade aufnehme. Das ist ja... Das ist illegal. Hören Sie mir überhaupt zu? Das können Sie nicht machen. Der Mann hat Grundrechte und da raucht's. Krass. Aus dem Nichts. Ich werde das sofort dem zuständigen Ministerium melden. Das erinnert mich an das mit dem weißen Kaninchen aus dem Alice-Film. Da lang. Wir gucken erst. Wo ist diese Katze jetzt hin? Nein, hier ist nichts. Ich suche hier immer schon nach versteckten irgendwas. Oh, eine Prostituierte. Oh mein Gott! Die sollte ganz dringend mal wieder was essen. Das ist ja... Oh, okay. Wissen Sie was? Ich kotze da hinten hin, dann bin ich auch schon weg. Komm ich auch nicht vorbei. Lust auf einen richtigen Job? Kein Windeln wechseln. Hm? Besser als wie sich aufopfern für Waisenkinder. Könntest wen glücklich machen. Die Welt vielleicht... Okay, der bietet mir jetzt eine Nutte zu werden. Das nehmen wir natürlich glatt an. Schade, dass wir keinen Akzeptanzknopf haben. Herzigen Wesen in dunkle Höhlen zu folgen, wird langsam zur Gewohnheit. Ich hoffe nicht zum Laster. Ach, in dieser Welt ist alles ein Laster. Oh, mal sehen, wenn wir wenigstens ein bisschen schneller wären. Oh, shit. Oh Gott, jetzt kommt die Terror, wir vergewaltigt werden. Ich weiß es einfach. Oh mein Gott. Oh, was ist das? Ich hab... Boah. Okay, das ist der Moment, an dem wir sterben und gefressen werden. Das Spiel endet hier und... Heiliger Bimbam, Alice Little. Treibst dich wieder rum, wie? Schwester Whitless, welch ein Glück. Schon zum zweiten Mal. Ganz allein draußen? Das war knapp. Siehst fertig aus, Liebes. Geht's dir nicht gut? Nicht wirklich. Komm doch mit und sieh dir meine Täubchen an. Hübsche Vögelchen, so wie du. Nein, lieber nicht. Unser letzter Besuch hat mich etliche Pfund gekostet und nichts gebracht. Ich könnte mich erinnern, wo dein heutiges Karnickel hin ist. Das ist natürlich verführend, da gehen wir gleich immer mal mit. Verrückt. Was Wunder. Die ganze Sippe geröstet wie Maronen vor den eigenen Augen. 10 Jahre in Rutledge und das alles für die Katz. Dr. Bambi schafft's auch nicht. Friemelt an den immer gleichen Fragen rum. Das Feuer, ihre Erinnerung. Ah, ich kann's nicht mehr hören. Ich verdiene Anerkennung, oder etwa nicht? Wer hat ihr neue Kleider besorgt, ihr einen Platz bei Bambi verschafft? Wo wäre sie denn ohne mich? In der Gosse. Ihren Hintern verkaufen. Aber sie mag meine Täubchen. Spuckte tatsächlich mal ein Pfund aus oder so. Aber was ich weiß, ist viel mehr wert. Hab sie schließlich nicht verraten. Hab sie sagen hören, alle meinetwegen gestorben. Ich konnte euch nicht retten. Hab ihr gesagt, mein Schweigen ist zu kaufen. Echt günstig. Bin guter Mensch, ehrlich. Nicht wie ihre Nanny, diese hochnäsige Hure. Oder dieser Anwalt Radcliffe, der ihr das blöde Karnickel wegnahm. Brauch Kohle. Hab sie gewarnt, dass ich den Bullen sag, wenn sie meinem Spendenaufruf nicht folgen tut. Sie kreischt und spielt total verrückt. Vergisst den eigenen Namen manchmal, hab ich gehört. Also wir werden gerade von einer Nonne erpresst.
Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Was geht in diesem Spiel? Ich glaube, hier kommt schon wieder eine Cutscene. Deswegen, ich komme hier in dem Teil erstmal gar nicht zum Reden. Und dann keine Cutscene. Also ich hab die Treppe schon gesehen, keine Sorge. Ich will nur hier umsehen. Wie gesagt, ich suche immer nach irgendwelchen Erfolgen oder so. Ich bin da total... Ah, es gibt hier eine Umsehen-Option. Die Szenerie ist echt schön gemacht. Das muss man dem Spiel lassen. Logge ich hier weiter. Schwester Whitless, wollen Sie mir Böses? Mich wieder ins Irrenhaus bringen? Was soll ich sagen? Meine Güte, habe ich einen Durst. Brauch was zu trinken. Muss mir dringend die Kehle befeuchten. Oh, Kacke. Hübsche Vögelchen, so wie du. Oh, die ins Wunderland. Hat ihre Familie nicht mehr.